Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Part. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So, einmal kurz auf die Erdklinge wechseln. Die Wehre ist damit! Ist ja ganz da hinten. Ich hätte vielleicht erst was essen sollen. Ich glaube, ich will den Schweif abpacken oder die Zähne rausprügeln. Aua. Aua. Bereit. Nimm das. Das wird dir nicht gefallen. Es kann losgehen. Genau. Nicht noch drei weitere Fäden liegen. Das sah heftig aus. Nimm das. Okay, du bist wendig. Aua. Ey, lass sie noch mehr explodieren. Nimm das. Perfekt. Aua. Wisst ihr, was ich jetzt gerade vermisse? Meine Kettenfalle. Geh ich mal kurz auf der Seite. Irgendwas habe ich abgetrennt. Ich habe eine Kralle rausgerissen. Hat sich nicht so angefühlt. Nimm das. Feuer frei, sagt man da. Ich glaube, der wird gerade aggro. Ja, wird er. Au! Nein, Peace! Es fühlt sich auch immer so an, als ob man nie angreifen kann. Bei diesem Spiel.
Es fühlt sich wirklich so an, als ob man nie angreifen kann. Das ist auch so eine Sache, die ich an dem Spiel nicht mag. Man weiß nie, wann kann ich jetzt endlich mal angreifen. So, jetzt kann ich aber auch prüfen. Erstens Goldsturm. Feuer würde auch gut funktionieren, aber wenn wir wirklich Schwäche scheint das Vieh nicht zu haben. So, Einfall ist wahrscheinlich schon irgendwas da, dass es da steht. Nein. Hier. Ja, Fackel und Anker. Er gibt die himmlische Kanone. Na gut, wenn ich weiß, da ist gleich eh die Kanone, könnte ich die eigentlich auch schon boosten, aber ich will den Standardschaden auch sehen. Vor dem Boost. Vorwärts. Es wird dir nicht gefallen. Es kann losgehen. Oh. Himmlische Kanone kommt. Nimm das. Wie viel Schaden hat das jetzt gemacht? Ich konnte es nicht wirklich erkennen. Ich habe nur gesehen, dass es ihn umgeniedet hat. Gib mir das. Nee, so war es nicht. So, jetzt will ich die Kanone noch mal richtig sehen. Ja, guter Schaden. Aber die Repetierarmbrüste sind immer noch besser. Im Allgemeinen. Ich habe irgendwas gerade auch abgesammelt. Es ist so fies, dass er mit der Attacke genau auf mich zielt. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Die Kanone hatte ich einmal aufs Kriegen gesehen, als ich irgendwen dabei hatte. Von den random Typen. Ich glaube, den Angriff will ich mit der Kanone abwehren. Na gut, ich habe ja jetzt gesehen, so um die 600 macht das. Jetzt kann ich mir ja eben kurz die upgradete Version gönnen. Brauche ich die Fackel noch in der Zukunft? Die Kanone, die sehe ich irgendwie nicht so. Ich will nur gucken, ob ich die Fackel noch brauche. Wenn nicht, doch, ich brauche die für den Zerstäuber nochmal. Und für die... Ich brauche die Fackel für beides. Aber den Himmelsanker brauche ich nur noch einmal. Den Himmelsanker finde ich generell nicht so geil. Genau, auch die Fusionen bisher. Alle beide waren bisher eher meh. Aber hey, ich komme voran. Ich darf jetzt nur nicht nochmal sterben. Ich lasse einfach die Armbrüste für mich arbeiten. Das passt dann schon.
Nimm das. Bereit. Das wird dir nicht gefallen. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Komm, trennt was ab. Und tot. Fertig. Nimm das. Aua. Danke für die Heilung, mein kleiner Freund. Aber meine seelischen Wunden werden dadurch nicht geheilt. Das war, glaube ich, ein Zahn. Ich glaube, da ist gerade der zweite Zahn rausgeflogen. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Hör auf, immer mit ihm Rasengan in meine Fresse. Das ist echt unangenehm. Geil. Geil, dass ich jetzt hier hoch teleportiert wurde. Ey, es gibt so viele Sachen an diesem Spiel, die mich so sehr abnerven. Dass sich nicht richtige festhalten. Dass man nicht wirklich Angriffsphasen hat. Dass du einfach nur beten musst, dass deine Angriffe treffen. Während du nicht selber dabei zu Tode geprügelt wirst. Also, wie gesagt, es gibt so viel, dass man bemängeln kann. Ich hatte das Spiel ja anfangs mit Monster Hunter verglichen. Und im Vergleich zu Monster Hunter finde ich das Spiel ultra scheiße. Nicht falsch verstehen, das Spiel ist schon irgendwo gut. Aber im Vergleich ist es ultra kacke. Es kann losgehen. Nimm das. Das wird dir nicht gefallen. Nimm das. Für die Fäden, mein kleiner Freund. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Irgendwas habe ich abgesammelt. Oder aufgekloppt. Nicht abschieben, Obama! Bereit. Ja, da hängt wieder gut. Ja, gleich wahrscheinlich wieder ins Wasser geschubst. Ja, ich komme hier gut weg. Ich komme da gut weg. Ich konnte gerade nichts dagegen machen. Nichts. Ich sag, das meinte ich mit, das Spiel spielt hauptsächlich daraus, der Spieler kriegt einer aufs Maul und muss beten, wann er angreifen kann. Die Viecher selber halten eigentlich kaum was aus. Aber es fuckt halt trotzdem ab. Das wird dir nicht gefallen. Fertig. Yes.
Ja, das hat viel gebracht. Ich war instant tot. Er hat mich gewone-hitted. Wow, das war so ein selten nützlicher Tipp, ne? Ich will mir nur schon mal angucken. Ha, noch nicht, wird noch nicht angezeigt. Erst wenn ich ihn einmal gekillt habe. Also die Kanone ist zwar besser als die Harpune auf jeden Fall, weil das nicht mehr Schaden macht und das Vieh auch umnietet. Aber ich sehe den Rest von den Himmelsanker halt nicht, ne? Mal so ganz nebenbei nochmal zu dem Thema, falls man fragen will. Es kann los. Musst du kurz überlegen, wie ich das Ding baue. Das Upgrade hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich setze das Ding direkt wieder hin. Hallo. Okay, es ist gestorben. Es hat zwar vorher nicht gehumpelt, aber passt schon. Hauptsache, ich muss dich nicht mehr sehen. Verzeih. Damit wäre Monster Nummer 2 down. 2 Anläufe habe ich gebraucht. Das Spiel ist so massiv unbalanced. Ihr habt sie beide erledigt. Sehr gut. Das Feuer sollte jetzt deutlich schwächer werden. Wann habe ich das denn abgetrennt? Ja, ich soll noch Minato zurück. Wir erwarten euch in der Stadt. Ihr selbst seid eine wahre Naturgewalt. Danke. Das wollte ich schon immer hören. Wie oft hast du Minato schon gerettet? Ich bin wirklich sprachlos. Die Liste ist zu lang. Ihr klingt wie Prinzessin Toga. Die Liste ist zu lang, wie oft ich euch den Arsch gerettet habe. Vogelfluglehre? Ja, ich bin ja auch so durchgehend in der Luft, ne? Viele Monster können da ja nicht mehr kommen. Das ist halt der Grund, warum ich denke, wir sind fast mit dem Spiel durch. Ich denke mal, zu jedem Elementtypus gibt es jetzt noch ein Monster eventuell, also 4 weitere Viecher. Und das war's dann. Ich bleib dabei, diese Kanone. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Oh, lustig. War so nicht geplant. Die sehe ich nicht so wirklich. Da mag ich das in die Repetierarmbrust wesentlich mehr. So, nochmal gucken. Einmal für den Stäuber und das, den Kreisel. Anker und Feuer. Anker und Feuer und Kreisel. Also sobald ich den Stäuber habe, kann ich den Anker weglegen. Ich habe keine Ahnung, dass das Ding wirklich nützlich ist. Vor allen Dingen noch ein Grund, warum ich die Kanone auch nicht so wirklich sehe. Als praktisch. Ich könnte nochmal einen Faden brauchen zur Demonstration. Das Ding zieht ja einmal in eine Richtung. Danach, wenn der braucht ja nur einmal zur Seite springen und das Ding trifft nicht mehr. Die Harpune dagegen und die Repetierarmbrüste, die ich stattdessen dann mitnehmen könnte, die schießen dem Ding auch hinterher. Egal, ob es jetzt zur Seite springt oder nicht. Aber die Kanone, ja, der ist zur Seite gesprungen,
Kanone hat daneben geschossen. Und das braucht halt die Hälfte von meinem Zeug auf. Das kostet mich halt 12 Mal für diese Fäden. Deswegen finde ich, ist das die übelste Verschwendung. Da habe ich lieber diese Armbrüste und die Harpune dabei. Einfach nur aus den Gründen. Die Waffen von den beiden werde ich offscreen sammeln. Jetzt, wo es weniger Viecher sind, habe ich es ja leichter. Eine Ausnahme wäre übrigens mit den Viechern, die nochmal offscreen bekämpfen, wenn wir eventuell heute tatsächlich das Spiel schon fertig kriegen. Aber ich glaube, wir brauchen noch mindestens einen weiteren Stream. Auch wenn wir jetzt schon sehr weit sind. Ich weiß, dass das Spiel 5 Kapitel hat. Und wir sind bei Kapitel 4. Wahrscheinlich so Hälfte, 3/4. Ah, der Meister kehrt zurück. Und hatte Kogyoku recht? Sind diese Kimono wirklich der Goldsturm und die Glutfeder? Ich hätte nie gedacht, dass ein einzelner Mensch es mit einem Tornado und einer Feuersbrunst gleichzeitig aufnehmen kann. Mir fehlen die Worte. Endlich haben wir das alles überlebt. Jetzt sollten uns keine tödlichen Bestien mehr heimsuchen. Das glaubst du. Als vorerst. Ach, ich sollte optimistischer sein. Minato hat etwas Ruhe, redlich ver... Schnell! Wir müssen etwas unternehmen! Natsumi, was ist passiert? Das Feuer! Es ist vollkommen außer Kontrolle! Es hat bereits den blütengesäumten Weg verschlungen und die Stadt ist als nächstes dran! Was? Aber unser Jäger hier hat uns doch gerade erst diese verdammten Kimono vom Hals geschafft! Soll das heißen, es gibt noch mehr? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Wir haben nichts darüber gehört, aber... Ich gehe prüfen. Allein? Bitte seid vorsichtig. Vielleicht waren die Viecher ja unschuldig. Und wieder Ladesqueen. Dieser Ladesqueen, der geht auch meistens immer eine ganze Minute. Aber wenn ich jetzt gerade nochmal so rückblickend auf den Vogel und den Wolf, beziehungsweise diesen Tiger gerade gucke, ne? Ich bin so froh, dass ich die Waffen offscreen gegrindet habe. Bei der Rüstung, da macht es ja gar keinen Unterschied, ob man jetzt mehr hat oder weniger. Man kriegt den gleichen Schaden. Ernsthaft? Schon wieder Ladesqueen? Oh. Ah, wieder unter den Lebenden? Gerade so. Ich dachte schon, du wärst abgetreten. Man hat dich bewusstlos gefunden. Als Opfer des endlosen Regens. Wenn das so weitergeht, versinkt Minato bald im Schlamm. Sowas. Hm? Das klingt nach Susuran. Ruh dich aus und komm wieder zu Kräften. Ich würde ja fragen, wie es euch geht, wenn es nicht so offensichtlich wäre, dass es euch schlecht geht. Euer Herz, oder vielmehr die Saat, verhält sich sehr ungewöhnlich. Es schlägt viel zu schnell und bricht förmlich in sich zusammen. Ihr habt sicher nicht vergessen, was ich über die Saat erzählt habe. Wenn sie zerbricht, werdet ihr sterben.
Und bei unserem Glück würde es mich nicht überraschen, wenn es so kommt. Sollten wir den anderen erzählen, was mit euch passiert? Natsume und Ojishige haben sich große Sorgen gemacht. Würdet ihr bitte mit ihnen reden? Wenn die Zeit gekommen ist. Verstehe. Gut, wenn das euer Wunsch ist. Ich werde einfach sagen, dass ihr nur ein wenig erschöpft wart. Was ist mit dem Regen los? Es regnet seit dem Tag eures Zusammenbruchs. Rund um Minato hat es bereits Erdrutsche gegeben. Einige Häuser wurden einfach weggespült. Aus dem Feuer in die Fluten. So etwas ist noch nie vorgefallen. Dennoch glaube ich nicht, dass Kemono oder Himmelsfäden für unsere Misere verantwortlich sind. Das Wetter ist uns einfach nicht gnädig gestimmt. Ich werde weiter nach möglichen Erklärungen suchen, aber ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Zumindest bis morgen. Wie lange war ich denn bewusstlos? Ich denke, ihr solltet heimkehren und euch erst einmal... Dies wäre der perfekte Zeitpunkt für etwas wohlverdiente Ruhe. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Jäger wie ihr dieses Konzept überhaupt verstehen. Geht, ruht euch aus. Ihr braucht Ruhe und solltet euch keinesfalls überanstrengen, ja? Aber da sind ein paar Leute, die mit mir quatschen wollen. Ach, ich müsste gucken hier, ob die Rüstung von dem Tiger was bringt. Es hört einfach nicht auf, oder? Erkältet euch nur nicht. Mal ganz kurz was gucken. Nee, nicht Kapitel 5. Euer anmutiges Gesicht ist ein willkommener Anblick inmitten dieses unwillkommenen Regens. Keine Sonderangebote heute, aber kauft, was ihr benötigt. Ich habe Mitleid mit den Händlern, deren Waren anders als die meinen verderblich sind. Wann wird dieser Regen aufhören? Es gibt eine alte Legende, die von Kemono und Regen erzählt. Und eine gute Geschichte wird nicht schlechter, nur weil man sie zweimal erzählt. Wenn Kemono dem Wahn anheimfallen, im Kampf um Land aufeinanderprallen, verbrennen Bäume, gefrieren Seen, berstender Fels, Winde, die nie vergehen. Die ganze Welt wird untergehen und die Natur in ihrer Wut alles verheeren. Bis das letzte Kemono ist ertrunken, in den endlosen Fluten versunken. Und der Regen, er fällt. 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 Er fällt und fällt und fällt. Interessante Regen Geschichte. Fällt bei Tag und bei Nacht, spült stetig fort jegliche Pracht. Wenn Firmament und Meer still schweigen, muss sich die Erde ihrem Untergang neigen. So wie die Wasser steigen, steigen, steigen. Sie steigen und steigen. Und steigen. Natürlich ist das nur eine Legende. Trotzdem, sollte Azuma je von solch einer Katastrophe heimgesucht werden, kann ich mir niemand Besseren als euch vorstellen, um uns zu retten. Geht klar. Vergesst nicht, seltenes Talent wie das eure verfehlt selten das Ziel. Mehr brauchen wir nicht, oder? Ich wette, ihr könnt meine Tränen bei all dem Regen nicht einmal sehen, oder? Glaubt mir, jeder Fischer in dieser Stadt hat Grund zu weinen. Diese Brände waren schon schlimm genug, aber das ist noch viel schlimmer. Wir können bei diesem Sturm nicht einmal fischen. Dahinter wird doch nicht etwa mal wieder ein Kemono stecken. Oder ist es nur eine Laune des Wetters? Wahrscheinlich wieder Mistvieh. Eigentlich spielt es ja keine Rolle. Letztendlich sind wir dem Wind und dem Regen ausgeliefert. Wir Menschen sind schon ziemlich unbedeutend. Nur ein Tropfen in der weiten See. Aber oder ein Blitzschlag in der Geschichte. Aufgeben. An dem Tag, an dem wir aufgeben, ist Minato verloren. Kemono sind für uns nichts Neues. Und wir versuchen schon seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren, Seite an Seite mit der Natur zu leben. Es muss also einen Weg geben. Und ich werde...
Genau! Ich werde einen Weg finden, wie wir auch bei diesem Wetter in See stechen können. Klingt gut. Wo bleibt nur die Sonne? Irgendwer hat sein Frühstück nie aufgegessen. Falls jemand den Spruch kennt. Hier sind noch zwei, die mit mir reden wollen. Geht es euch jetzt besser? Drei. Den Geistern sei Dank, ihr seid wieder auf den Beinen. Ich dachte schon, wir würden euch verlieren. Wie fühlt ihr euch? Habt ihr irgendwelche Schmerzen? Na, mir geht's gut. Was für eine Erleichterung. Als wir erfuhren, dass ihr im Feld zusammengebrochen seid, waren wir alle außer uns vor Sorge. Falls ihr euch irgendwie unwohl fühlt, müsst ihr umgehend zu Suran Bescheid geben. Oh, dieser Regen. Er will einfach kein Ende finden. Schon bald können wir nicht mehr fischen oder handeln. Erst haben wir uns über den Regen gefreut, weil er die tobenden Flammen gelöscht hat. Doch nun wünsche ich mir die Sonne zurück. Lasst uns nach dem Regen wieder zusammen auf Reisen gehen. Die Ruinen der Seeleninsel, die Tiefen der Schlucht. Es gibt so viele faszinierende Orte. Schont euch etwas, hört ihr? Geht es euch gut? Ich habe gehört, ihr seid zusammengebrochen. Aber ihr scheint wohl auf. Gut. Ich dachte schon, ich verliere meinen besten Kunden. Ich habe bei dir nie was gekauft. Wisst ihr was? Nichts überrascht mich mehr. Nicht einmal dieser blöde Regen. Außerdem kann ich daran ja eh nichts ändern. Ich halte mich raus und mache meine Arbeit. Die niemanden nützt. Wollt ihr jetzt was oder nicht? Könnt ihr sonst bitte zur Seite gehen und Platz für die nächsten Kunden machen? Dein Scheiß braucht eh keiner. Das ist halt wirklich einfach nur Kosmetik. Regen stört mich sonst nicht, aber diesmal ist er schonungslos. Ich habe von Problemen in der ganzen Stadt gehört, aber dieser Regen macht es unmöglich, irgendetwas zu reparieren. Und um das Ganze noch schlimmer zu machen, wird auch noch unser ganzes Holz verrotten. Aber euch Jäger hält ein bisschen Regen nicht von der Jagd ab, nicht wahr? Naja, lieber ihr als ich. Passt ja auf, wo ihr hintretet. Ich glaube, auf der anderen Seite vom Dorf könnten noch ein paar Gespräche sein. In den Bergen schüttet es sogar noch schlimmer. Die Wolken verdecken ganz die Gipfel. Ja, dachte mir schon. Wahrscheinlich Shige oben beim Turm auch. Wisst ihr, was das bedeutet? Habt ihr schon einmal von dieser Geschichte aus dem Heiligen Buch gehört, nachdem die Menschen auf dem Kontinent leben? Ihr Gott erkannte mit schmerzendem Herzen, wie boshaft die Menschen geworden waren. Er beschloss, eine große Flut zu schicken, um alles zu zerstören. Alles sollte fortgespült werden, bis auf einen untadeligen Mann, den ihr Gott auserwählte. Dieser Mann sollte ein riesiges Schiff bauen. In ihm sollte seine Familie zusammen mit einem Männchen und einem Weibchen jeder Tierart überleben, um zu den Vorfahren des künftigen Lebens zu werden. Ich sage es nur ungern, aber es scheint, als würde sich diese Geschichte bald bewahrheiten. Wie dem auch sei, nach eurem Spaziergang im Regen muss euch doch kalt sein. Ein heißes Bad wird euch wieder aufwärmen. Ihr seid gerade erst wieder aufgewacht. Ihr müsst besser auf euch aufpassen. Danke für die netten Worte. Ich habe es mir wohl recht bequem gemacht. In so einem Moment würde jeder normale Mensch schreien: Was zum Geier machst du in meinem Haus? Vor allen Dingen, der sitzt genau zwischen meinen ganzen Boxen. Dieser Regen ist stark, hart und unerbittlich.
Doch das Plätschern erinnert mich an einen tröstlichen Vers. Dem Grau des Regens folgt das Blau und es entsteht ein Regenbogen. Doch dieser Regen wird nicht versiegen. Es ist der Regen der tausend Tage. Vor vielen Monden hat derselbe Regen das Land und seine alten Jäger verschlungen. Nun wird er erneut Minator in seine Tiefen ziehen. Minator und ganz Azuma. Sofern nicht bald gehandelt wird. Lange habe ich auf euch gewartet, mein Freund. Ihr mit der Macht, diese verhängnisvolle Flut aufzuhalten. Die Vergangenheit darf sich nicht wiederholen. Minator und die Karakuri müssen beschützt werden. Die Stadt und all ihre Kinder liegen in eurer Hand. Ihr müsst das ursprüngliche Kemono erlegen, die Quelle dieser Flut. Das ursprüngliche Kemono, es war so klar, dass ein Vieh dahinter steckt. Genau. Hoch oben auf dem heiligen Berg schickt uns diesen Regen. Meine Beute, die einzig waren, die ich einst zu besiegen suchte und daran scheiterte. Viele Jäger brachen an diesem Tag auf. Um den Ursprung zu finden und zu bekämpfen. Keiner kehrte zurück. Der Regen fiel unaufhörlich. Minator war verloren. Spooky. Die Natur, sie erblüht und vergeht, Leben wird erschaffen und zerstört. Menschen und Kemono verschwinden, gleichermaßen ohne jede Spur. Unter uralten Ruinen schlafen noch weitaus ältere. Zivilisationen entstehen und florieren, um dann spurlos zu vergehen. Ihr müsst diesen Kreislauf unbedingt durchbrechen. Es ist der einzig verbliebene Wunsch eurer jeder Vorfahren. Und nur ihr seid in der Lage, ihn zu erfüllen. Wenn in euch die Stärke ruht, diesen Wunsch zu erfüllen, so müsst ihr den Gipfel des heiligen Bergs erklimmen. Dort werdet ihr die Quelle finden. Ich bekämpfe ein Wassermonster, ne? Jetzt gleich. Was für eine Waffe will ich da dann mitnehmen? Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.